Börsencrash, Börsencrash, Börsencrash. Deutschland übt sich mal wieder in seiner Lieblingsdisziplin, den Untergang herbeireden. Das macht mich sehr nachdenklich. Überall lese ich Untergangsszenarien, auch in der englischsprachigen Presse. Deshalb habe ich mir überlegt, was das wahrscheinlichste Szenario für die nächsten Wochen, Monate und Jahre ist. Die Antwort? Allzeithochs. Es sind neue Allzeithochs. Wie ich dazu komme, erkläre ich dir in diesem Video. Crash-Propheten verdienen Bücher Büchern ganz egal, ob sie komplett falsch liegen. Und das tun sie fast immer. Ich handle das, was ich hier sage. Liege ich falsch, blutet mein Depot. Wenn dir das gefällt, supporte mich jetzt mit einem frühen Daumen hoch. Danke dir. Ich lasse meinen Worten direkt Taten folgen. Du siehst hier mein XTB-Account. Das ist ein Broker, wo du Aktien-ETF und viele weitere Finanzprodukte handeln kannst. Es gibt allein über 2800 Aktien. Ich habe mir heute zwei Tesla-Aktien für zusammen 1200 Euro gegönnt. Das mache ich, weil ich die nächsten Jahre neue Allzeithoch sehe. Insgesamt besteht mein Depot nun zu 20% aus Tesla. Der Monsteranteil ist jedoch Cash. Ich möchte das Cash nun in Aktien investieren. Wie gesagt, Allzeithochs. Die Börse riecht, ja sie stinkt sogar, nach neuen Allzeithochs. Aber wieder zurück zum Börsencrash. Ein richtig großer Crash passiert selten. Ich meine so richtig dicke Dinger, wo die Märkte um 50% oder mehr einbrechen. Um diese ganze Crash Thematik besser zu verstehen, stelle ich dir eine Frage: Warum platzen Bullenmärkte? Die Antwort ist simpel: Irgendjemand baut Mist. 1929 zur Weltwirtschaftskrise hat die Politik versagt. 2000 zur Dotcom Blase waren es die Anleger. Sie haben die Kurse wie auf Drogen hochgetrieben. 2008 zur Finanzkrise war es die Politik. Sie hat Banken viel zu lasch reguliert. Es hätte mehr Strenge gebraucht. Die großen Blasen passieren, weil Politik oder Anleger Mist bauen. Manchmal auch beide. Schauen wir uns die aktuelle Lage an. Vielleicht baut jemand gerade gewaltig Mist. Apple, Facebook und Microsoft munen sich ein ab. Die Kurse steigen heftig. Das riecht nach Börsencrash. Die Kurse werden von Anlegern hochgejagt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit kathy erklärte den zweiten teil der wahrheit. In a bubble, and I remember the late 90s. Uh, you know, our strategy would have been cheered on, rah rah rah, go go get them, right? You know, and you remember the leapfrogging of analysts uh, making estimates one higher than the other, price targets one higher than the other. We have nothing like that right now. In fact, you see a lot of uh, IPOs or specs coming out and falling to earth. We couldn't be further away from a bubble. Da hat sie vollkommen recht. Im Februar dieses Jahres gab es eine extreme Euphorie. Der ganze Zockerkleinkruscht wurde hochgejagt. Wie sieht es jetzt aus? Not gegen Elend. Der Zockerkleinkruscht wird aktuell zerstört. Mehr noch. Crashjünger werden jetzt mentale Schmerzen bekommen. Diese Aussage ist echt heftig. Obwohl die Märkte zuletzt so stark gestiegen sind, gibt es faire Bewertungen. Small Caps, also Kleinunternehmen, sind günstig bewertet. Nicht fair, sondern sogar günstig fast schon schnäppchen. Hört sich komisch an, aber das sagen uns die fundamentalen Zahlen. Die Bewertung ist auf dem Niveau von 2003 oder 2010. Midcaps sind mittelgroße Unternehmen. Sie haben einen Börsenwert von so 3 bis 10 Milliarden Dollar. Sie sind fair bewertet. Auf dem Niveau von 2005 oder 2015 herum. Nur große Unternehmen sind aktuell historisch teuer. Zuletzt waren sie vor 20 Jahren so teuer. Da gibt es auf den ersten Blick deutliches Korrekturpotenzial. Aber stimmt das wirklich? Unser Alltag wird von Big Playern bestimmt. Ich nutze kein nachhaltiges Shiftphone aus Deutschland, sondern ein iPhone. Ich wette kein einziger von euch hat ein Shiftphone, geschweige denn davon gehört. Wir haben in vielen Branchen keine Vielfalt. Gerade bei Internetdiensten kann sich Big Player an einer einzigen Hand abzählen. Amazon, was es sonst so? Klar, spezialisierte Online-Shops. Aber bei den breiten Anbietern fallen mir nur so Buden wie Otto ein. Aber das kann man nicht mit Amazon vergleichen. Bei Suchmaschinen ist Google die konkurrenzlose Nummer 1. Deshalb ist ein Bewertungsaufschlag für innovative Large Caps berechtigt. Die Betonung liegt auf innovativ. Apple, Microsoft und Amazon machen 16% vom SP 500 aus. Da sind gerade mal drei Aktien. Und diese drei Aktien dominieren mal eben einen der weltweit wichtigsten Aktienindizes. Als ob das nichts wäre. Alle drei Aktien sind etablierte Gelddruckmaschinen. Deshalb ist eine Premium-Bewertung vollkommen richtig. Du hast nun meine Argumente gehört. Hört sich diese Lage gerade nach einem Börsencrash an? Nein, nicht wirklich. Anleger und Politiker scheinen gerade kein Mist zu bauen, zumindest nicht offensichtlich. Ich sehe keinen Grund, warum die Märkte unbedingt jetzt zu diesem Moment platzen sollten. Es wird aber natürlich Rücksätze geben. Minus 3%, minus 5%, minus 10%, irgendwie sowas und ein Dreh. Das passiert dann über Tage oder wenige Wochen. Letzte Woche, in diesem Video da oben, habe ich eine klare Botschaft gesagt. Ich rechne mit einem Rückgesetz im September. Ich möchte dann 45.000 Euro investieren. Wie vorher gesagt, hat mein Depot gerade viel zu viel Cash. Da kann ich mir die Pfanne auf den Kopf hauen. Das Bild habe ich übrigens auf Instagram gepostet. Dieses Bild hier auch. Darüber sprechen wir gleich. Ich poste auf Instagram regelmäßig spannende Finanzenhalte. Ich habe dir mein Insta unten im ersten Kommentar verlinkt. Schau rein. Die Grafik zeigte die Durchschnittswerte der einzelnen Monate im S&P 500 an. September gilt als schlechtester Börsenmonat. Die Sache hat leider einen Haken. Die Geschichte mit September hat jeder erkannt. Wenn YouTube und überall kommen Crash-Prognosen, deshalb auf. Das ist schlecht. Wenn jeder vom Weltuntergang redet, kommt er meist nicht. Die Crash-Jünger rennen dann wie Lemminge die Klippe runter. Also was tun? Am 21. April 2020 habe ich eine Prognose gemacht. Die Märkte werden sich nach Corona wie nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland entwickeln. Diese Prognose ist voll eingetroffen. Doch die Stimmung damals war das komplette Gegenteil. Es wurde die ganze Zeit nur vom Crash und 1929 Reloaded gesprochen. Die Anleger sind wie Lemminge die Klippe heruntergestürzt. Eine ähnliche Stimmung sehen wir auch jetzt. Der CNN Fear and Greed Index liegt im roten Bereich. Nicht tiefrot, aber rot. Ein Wert von 35 ist ganz weit weg von Euphorie. Bei der Februar-Euphorie hatten wir Werte von über 70. Obwohl wir gerade Altertuchs haben, ist die Stimmung weit weg von Euphorie. Deshalb werfe ich wieder meine alte Prognose in den Raum. Es spricht noch immer keiner über das Zweite Weltkriegsszenario. Dabei war es seit Corona der beste Vergleich. Nicht dieser Schwarzensvergleich mit 1929, den Crash-Propheten gerne auspacken. Nein, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg passt am besten zur aktuellen Lage. Wir kommen wie damals aus einer Krise. Wir stecken sogar noch so halb drin. Die Gesellschaft formiert sich neu. Der Bullenmarkt dauerte damals über zehn Jahre an. Diese Grafik ist nicht so detailliert. Schauen wir uns das im SP 500 an. Von 1949 bis 1968 ging es hoch. Danach folgte ein verlorenes Jahrzehnt. Die 1970er Jahre waren von zahlreichen Problemen geprägt. Die Hauptprobleme lauteten Ölkrise und Strukturwandel. In Deutschland gab es zum Beispiel eine Lohnoffensive der Gewerkschaften. Die hohen Löhne wurden zum Problem. Dann gibt es noch so Sachen wie das Ende des Goldstandards. Kurz gesagt, die Politik hat missgebaut. Es kann wieder ein verlorenes Jahrzehnt kommen. Aktuell sehe ich dafür keine Anzeichen. Stattdessen sehe ich viel Aufwärtspotenzial in den Märkten. Mein Kursziel für den S&P 500 liegt bei 5.900 Punkten. 5.900 Punkte. Das sind ca. 30% auf den aktuellen Kurs. Ich sehe die nächsten Jahre als beide Dip-Jahre. Ich denke, dass es wie nach dem Zweiten Weltkrieg laufen sollte. Wir sollten in den nächsten Jahren einige Einbrüche sehen. Doch die Richtung ist klar nach oben. Ein verlorenes Jahrzehnt sehe ich erst in 10 bis 15 Jahren, wenn überhaupt. Das ist aber wilde Spekulation, die auf statistischen Mustern basiert. Die Gründe dafür kann dir heute niemand sagen. Vielleicht wird die Lage zwischen China und den USA immer mehr skalieren. Vielleicht wird das ganze Gelddrucken zu einer Krise führen. Ich weiß es nicht. Eine Sache weiß ich aber glasklar keine einzige universität kein einziger makroökonom kein einziger politikprofessor hat die finanzkrise kommen sehen und auch sonst irgendwelche krisen selbst hochbezahlte politiknerds die sich tag und nacht mit politik befassen und sogar lehren können krisen nicht zuverlässig bestimmen dann können wir das als privatverbraucher direkt sein lassen ich sehe das als zeitverschwendung ich spare mir die zeit und handle lieber nach historischen statistiken ich handle das was ich sehe was sehe ich gerade? Ich sehe, wie Crashgänger eine Krise herbeireden. Das gefällt mir gar nicht. Ich bin von einem September-Crash ausgegangen. Aber bei all der negativen Stimmung wird das höchstens ein Crashchen. Ich stehe bereit, um shoppen zu gehen. Aber wie genau? Das ist mein Lieblingsmuster für beide Dip. Runter, rauf, runter. Im überverkauften Bereich steige ich ein. Darauf hatte ich gehofft. Aber die aktuell schlechte Stimmung kann mir den Plan zerstören. Hier kommt mein Plan B. Ich warte auf den nächsten Rücksetzer. Ungefähr so wie hier. Es sollten wenigstens 3% sein. Sehen wir dieses Muster, ist alles wunderbar. Dann kommt Plan A. Falls nicht, kommt Plan B. Stürzen die Märkte nicht ab, sondern drehen nach oben, steige ich in die Aufwärtsbewegung ein. In diesen Bereich, sobald der Abwärtsdrang durchbrochen wird. Ich investiere dann ein Drittel meines Geldes, also 15.000 Euro. Ich hoffe, mein Plan A klappt und die Kurse fallen viel tiefer. Dann würde ich meine ganzen 45.000 Euro investieren. Als Investor musst du auf jeden Plan vorbereitet sein. Sonst sitzt du nervös herum und weißt nicht, was du tun sollst. Ich habe Plan A und Plan B. Ich mache dann ein Video, sobald ich investiere. Dort erkläre ich dir genau, warum ich exakt zu dem Zeitpunkt kaufe. Abonniere meinen Kanal, um sofort davon zu erfahren. Schau auf meine Instagram-Seite vorbei und denk dran.